kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH-Comedy-Redaktion. Boris, warte mal kurz, der Daniel Franzen hat gerade angerufen, der braucht noch einen Bikini-Gag. Ja, da kommt er wieder früh. Hab ich auch gesagt. Aber hey, pass mal auf, Dirk, ich glaube, ich hab sogar schon einen. Okay. Meine Frau hat mich ja gefragt, ob sie ihren Bikini vom letzten Sommer noch tragen kann. Da hab ich gesagt, klar kannst du den tragen, aber nicht anziehen. Oh. Ich finde den zu hart. Ja, hast auch wieder recht. Komm, Tonne. Wir können es ja so machen. Es gibt jetzt sogar eine Badebekleidung, die die Problemzonen der Frau ganz geschickt kaschiert. Sag mal, ach ja? Ach ja? Ja, sowas nennt man Schlafsack. Wow, der ist auch stark, aber kannst du auch nicht bringen. Komm, Tonne. Ich hätte aber vielleicht noch einen. Achtung. Meine Frau hatte mal ein Bikini, wo auf dem Höschen hinten drauf ein kleines Ruderboot war. Sag mal süß. Süß. Ja, mittlerweile ist es die AIDA. Also den finde ich wirklich schön. Ja, den kann man bringen. Komm, hochschicken. Schluss mit lustig. Genau. Endlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy Keller. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.